Bei unserem ersten Aufenthalt in Prora am Ende der 1970er bzw. Mitte der 1980er Jahre waren die Gebäude noch einheitlich betongrau und die Straßen dominierten Männer in den schmucken NVA-Uniformen ein Strich kein Strich. Denn zu DDR-Zeiten war Prora Standort der Nationalen Volksarmee. Begonnen hat Prora aber 1936 als Mammutprojekt der Nazis. Sie wollten mit dem sogenannten Koloss von Prora am Prora Wieg zwischen Binz und Sassnitz das Seebad Rügen für 20.000 Menschen der Organisation Kraft durch Freude schaffen. Erbaut wurden 8 baugleiche Betonblöcke mit einer Gesamtlänge von 4,5 Kilometern. Dazu gehörten auch die Festhalle sowie Schwimmbäder, Wirtschaftsgebäude und eine Kaianlage für Bäderschiffe. Die Baukosten wurden auf umgerechnet fast 1,2 Milliarden Euro beziffert. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden die Bauarbeiten eingestellt. Fertiggestellte Blöcke wurden im Krieg unter anderem von der Wehrmacht genutzt. Nach dem Krieg übernahm zunächst die Rote Armee das Objekt, ließ technische Anlagen als Reparationsleistungen demontieren und sprengte 3 Blocks. Ab 1949 begann die DDR mit der militärischen Nutzung von Prora und investierte 60 Millionen DDR-Mark in den Umbau der vorhandenen Blöcke zu Kasernen. Bis 1990 waren in Prora tausende NVA-Angehörige verschiedener Truppenteile stationiert, darunter seit 1968 die Technische Unteroffiziersschule Erich Habersaat. Außerdem wurden in Prora militärische Kader aus verschiedenen politisch befreundeten Drittstaaten ausgebildet. Nach der Wiedervereinigung stellte die Bundeswehr 1992 die Nutzung von Prora ein. Seit 1993 ist das Gelände öffentlich zugänglich. 1994 wurde der Komplex unter Denkmalschutz gestellt. In den nachfolgenden Jahrzehnten begann durch unterschiedliche Investoren der Umbau von Prora. Für die bisher fertiggestellten Gebäude gibt es eine Mischnutzung. Für Wohnzwecke, als Jugendherberge, Museen, für Kultur, Tourismus und Gastronomie. Und auch über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung wird immer noch gebaut.